Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich habe für euch heute eine Hochzeitskarte. Könnte man auch super als Einladungskarte verwenden, aber ich mache jetzt eine Glückwunschkarte draus und zwar ist das Ganze eine Vintage-Karte. Das wurde sich von euch gewünscht und ich habe das schon ganz lange im Kopf und jetzt habe ich endlich das Stempelset dazu und jetzt habe ich gedacht, fange ich mal an damit zu basteln. Und zwar habe ich hier auch eine besondere Kartenform, eine ganz einfache Kartenform, aber ich finde, die macht richtig was her. Und habe daraus diese Karte gezaubert. Man kann hier oben dieses Innenteil quasi rausziehen, noch schön beschriften. Hat natürlich hier diese Vintage-Optik durch diesen ganzen Reißeffekt von dem Papier. Und ich finde auch von der Farbe her, also ich habe mich sehr auf die Zimt, auf das Zimtbraun gefreut, weil ich finde, das passt auch ganz gut zu diesem Vintage-Thema. Hier unten ist noch ein gestänztes Element. Da gibt es noch einen kleinen Tipp für euch. Und ja, so sieht die Karte aus. Also die ist hier so ein bisschen abgeschrägt. Und ja, also irgendwie bin ich auf die Kartenform gekommen, habe mir gedacht, das muss ich unbedingt mal ausprobieren. Und das hat dann super funktioniert. Und ich freue mich jetzt, dass ich euch das zeigen kann. Ja, was ich ganz vergessen habe zu sagen, ist, dass das mein Teamgeist-Beitrag ist. Das heißt, meine Teammates und ich zeigen euch immer zu einem bestimmten Thema Kartenideen. Das Video von meinen Teammates, wenn schon online ist, verlinke ich es euch hier oben. Und das ist mein Beitrag dazu. Wir haben nämlich dieses Mal das Thema Hochzeitskarten. Und was ihr dazu alles braucht, ist einmal Farbkarton in Zimtbraun habe ich jetzt hier benutzt und Farbkarton in Vanille pur. Das finde ich von der Farbkombination einfach eine schöne Kombination. Und ja, Materialkette habe ich auch schon hergerichtet. Ich habe hier einmal, meine Grundkarte ist aus Zimtbraun und hat das Maß 28 x 10,5 und ist auch schon gefalzt hier in der Mitte bei 14 cm. Mein typisches Maß. Und dann habe ich ein Stück Vanille pur, das hat das Maß 13,5 x 10 cm und den Reststreifen, der ist jetzt einfach unendlich lang, sag ich mal. Den kürzen wir uns dann nachher ein, der hat 2,5 cm in der Höhe. Passt dann nachher super zu unserer Stanze. Und dann habe ich noch ein Stück Farbkarton. Das habe ich jetzt schon hergerichtet, weil das ein bisschen trocken muss. Das ist einfach Farbkarton in Zimtbraun. Und was ich damit gemacht habe, das zeige ich euch gleich. Genau. Ich fange jetzt einfach mal an mit der Grundkarte. Und zwar als erstes falte ich mir einfach die Grundkarte in der Mitte einmal nach. Bei 14 cm. Und dann brauche ich eine kleine Markierung. Das heißt, ich nehme mir mal mein Lineal und ich nehme jetzt, also die Karte wird so vom Format sein. Das ist also eigentlich so eine Karte, die man in diese Seite aufmacht. Aber wir machen sie ja nachher nicht auf. Aber ich setze mir auf diese Seite, also auf die rechte Seite von meinem Papier, seht ihr das, wenn man das so aufmacht, auf die Frontseite mache ich mir jetzt eine Markierung. Und zwar bei 4,5 cm von unten. Also hier lege ich mir 4,5 cm an und mache mir hier oben einfach nur mit dem Bleistift einen kleinen Punkt als Markierung. Und dann nehme ich mir meinen Papierfalter und lege mir jetzt einfach meine Karte so ein, dass sie hier unten bei 4,5 cm, ich bin nicht am Bild, ich muss mal kurz ein bisschen rauszoomen. Ich gehe ein bisschen weiter nach oben, dass ihr das gut seht. Also hier ist meine Markierung bei 4,5 cm, genau in dieser Rille. Und hier oben ist natürlich meine Falzlinie eigentlich auch genau in der Rille. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Wenn ich jetzt näher hinzoome, dann bin ich wahrscheinlich bald draußen aus dem Bild. So, also damit ich mir das hier richtig schön falzen kann, liegt meine Markierung und auch mein oberster Punkt von der Karte hier richtig schön drin. Dann nehme ich mir die helle Falzklinge und falze mir das nach. Genau, und jetzt mache ich es einfach so und dann knicke ich mir das hier so schön nach. Einmal mit dem Papierfalter, damit es schön ordentlich geknickt ist. Und habe jetzt hier schon meine besondere Kartenform. Also ihr seht, es ist wirklich super, super einfach und macht gleich schon was her. Wenn es jetzt noch ein bisschen bestempelt und bearbeitet ist, dann schaut das wirklich super aus. Wir machen jetzt auch gleich weiter mit dem Stempeln. Und zwar stempel ich mir jetzt zuerst mal meine Grundkarte ein bisschen. Ich nehme als Stempelset einmal das zauberhafte Grüße. Da habe ich den Spruch für immer und ewig ausgesucht, weil es halt einfach super zur Hochzeit passt. Das ist die Bestellnummer. Und dann habe ich mir noch das Very Versailles ausgesucht, weil das ist halt einfach ein mega tolles Stempelset für
Vintage-Karten, finde ich, mit dem Zweig und mit diesem Ornament, mit dem Textstempel. Und diese drei Stempel werde ich jetzt auch gleich benutzen. Das ist hier die Bestellnummer. Okay, und als Farbe bleibe ich Ton in Ton und nehme mir jetzt einfach das Zimtbraun. Hoppla, wo ist die Bestellnummer hier? Und stempel mir jetzt einfach mal wild drauf los sozusagen. Also ich nehme jetzt erstmal den Textstempel. Der ist ziemlich groß, da tut man sich manchmal leichter, wenn man das Stempelkissen auf den Stempel legt. Und den stempel ich mir einfach einmal vorher ab und dann gehe ich hier so mal auf den unteren Bereich von meiner Karte. Und man kann ruhig dann schon den nächsten Stempelabdruck nehmen. Ich gehe da noch ein bisschen weiter runter, seht ihr das? Und dann stempel ich mir den nochmal mit Farbe voll, einmal abstempeln und mache hier noch so einen dritten hin. Den mache ich wieder ein bisschen nach oben. Also so drei nebeneinander stempel ich mir das hier auf. Und mein Vanille-Pur-Stück bekommt den gleichen Stempel. Auch abgestempelt einmal vorher. Ich muss jetzt mal gucken, wo ich den überall hingemacht habe. Ich habe da ziemlich viel weggerissen. Genau. Hier unten noch. Ja, kann man schon ein bisschen reingehen. Natürlich ist das Stück dann nachher kleiner, als wir es jetzt haben, weil wir es uns ja reißen. Aber so ein bisschen Stempel darf da ruhig ein bisschen drauf sein. Man kann ja trotzdem noch schön drüber schreiben. Okay, und dann nehme ich auch, bleibe ich gleich eigentlich bei meinem Innenstück und nehme mir noch diesen wunderschönen Zweig mit den Blättern dran und gehe mir hier von oben auch noch so ein bisschen rein und stempel mir den ab. Diesmal habe ich den Stempel vorher nicht einmal abgestempelt. Dann hat man hier so einen richtig schönen Zweig. Sieht jetzt schon total schön aus. Also ich finde das ein ganz tolles Stempelset. Dann mache ich auch gleich noch mit den Streifen weiter, nehme mir den Spruch für immer und ewig und versuche hier schön gerade auf meinen Streifen zu treffen. Es ist ganz gut, es ist recht gerade, aber ich könnte es noch mal versuchen auf der Rückseite, ob ich es noch ein bisschen besser treffe. Oh, schauen wir mal. Ich glaube, der erste war schöner, oder? Ich glaube, der erste war schöner. Behalten wir den ersten. Und ich habe es hier bewusst so gemacht, dass ich da schon noch ein bisschen was freigelassen habe, weil wir stanzen uns danach etwas ab. Und dann gehen wir nochmal auf unsere Grundkarte, denn wir wollen ja auch noch diesen Bereich hier bestempeln. Und da ist es jetzt so, als erstes habe ich mir gedacht, ich stempel dieses Ornament hier ganz gerade drauf. Aber irgendwie ist mir das erstens nicht gelungen, weil ich nämlich das so aufgestempelt habe. Und dann ist man sich irgendwie nicht sicher, wie es gerade ist. Und dann habe ich mir aber gedacht, eigentlich finde ich es auch ganz schön, wenn es gar nicht gerade ist und habe es noch öfter drauf gestempelt. Also, ich drehe mir das einmal um, stempel mir das hier dreimal ab. Auch manchmal, dass man eben nur so einen kleinen Bereich davon sieht. So sieht das jetzt aus. Und dann sieht man schon, das ist nicht gerade. Aber das macht eben auch nichts. Und dann mache ich es noch so, mir ist das jetzt hier ein bisschen zu wenig, dass ich von oben auch noch mal reingehe. Also das darf ruhig schon ein bisschen bestempelt aussehen. Vielleicht wäre es ohne diese mehreren Stempel auch einfach zu schlicht gewesen. Ich finde das jetzt so richtig schön mit diesem Ornament da drauf. Genau. Und was ich eben dann noch gemacht habe, wenn ihr die Stempelfarbe da habt, ist, nehmt euch einfach ein Reststück Zimtpapier und geht mit eurem Stempelkissen da ein paar Mal so leicht drauf. Je fester ihr aufdrückt, desto dunkler wird es. Also hier habe ich ein bisschen fester aufgedrückt und dann nur ein bisschen leicht. Wenn man so Überkreuzungen sieht von dem Stempelkissen, das macht auch nichts. Es soll einfach nur so ein bisschen Muster haben. Und ich habe es jetzt schon hergerichtet, weil ich da jetzt danach mein Stanzteil stanze und das muss wirklich trocken sein. Wenn ihr euch das leicht feucht in die Big Shot tut, dann ja, habt ihr die Farbe auf der Big Shot auf den Acrylplatten. So ist es nämlich mir gegangen. Deswegen bereitet das ganz am Anfang vielleicht gleich vor und lasst es dann echt gut trocknen und dann stanzt euch erst die Teile aus. Genau. Aber das ist jetzt erstmal alles an Stempelarbeit und dann können wir gleich weitermachen. Was ich jetzt als nächstes mache, ist mein Papier hier reißen. Also ihr seht es ja hier. Meine Karte war auch mal so groß, die ist jetzt wirklich viel kleiner geworden. Das kommt halt einfach darauf an, wie viel man da wegreißt. Und ich mache es wirklich einfach so ganz mutig. Ich fange da oben in der Ecke an und gehe mir dann so nach unten und reiße mir das jetzt wirklich hier ab. Und was ich immer schön finde, ist, wenn es nicht so diese typischen Ausbeulungen hat, die manchmal so beim Reißen entstehen.
Deswegen mache ich mir das auch manchmal so ein bisschen nach hinten. Dann ist das Papier schon ein bisschen dünner und dann kann ich das nach vorne eigentlich ganz schön abreißen. Also es wäre gut, wenn man das Papier immer so in eine Richtung reißt. Aber diese typischen Beulen hier, die kann man im Nachhinein dann immer noch ein bisschen verschönern. Ich finde es schöner, wenn das nicht ganz so verbeult ist. Aber die möchte ich jetzt nicht unbedingt da so haben. Also ich versuche so weit wie möglich am Rand entlang zu gehen und mir das hier schön zu reißen. Da dieses typische hier, das finde ich manchmal schon ganz schön, aber nicht immer. Also so ist es noch okay, aber wenn es dann zu gleichmäßig ausschaut, dann ist es ja schon wieder nicht mehr so zufällig. Wisst ihr, was ich meine? So. Genau, so schaut es schon ganz okay aus. Und dann ganz mutig da durchreißen. Das ist irgendwie immer ein bisschen komisch, wenn man Papier reißt, aber es hat so einen schönen Effekt. Das muss man schon sich mal trauen. So. Okay, ich finde, so geht's eigentlich, oder? Ja, so ist noch ein bisschen mehr Platz als bei dieser Karte, die ist schon noch ein bisschen kleiner. Und da kann man noch ein bisschen was unterkriegen an Wünschen und Grüßen. Okay, und dann holen wir uns jetzt mal die Big Shot her. So, und als Stanzformel nehme ich mir einmal die ewige Eleganz. Das finde ich ist ein perfektes Stanzset dazu. Und eine kleine Stanze aus den tierisch süßen Freunden. Oder nur tierische Freunde. Tierische Freunde Stanzformen heißt die. Da sind nämlich solche kleinen Ösen dabei. Also sowas hier. Wenn ihr das jetzt nicht habt, also ihr braucht natürlich nicht das ganze Stanzset, um die Karte zu basteln, dann könnt ihr das natürlich auch zum Beispiel lochen. Oder ihr habt irgendwie eine Stanze, die so eine kleine Markierung da macht. Das ist eigentlich nur hierfür gedacht, dass ich da meine Karte schön rausziehen kann, habe ich mir das da so reingeschlitzt und das fand ich irgendwie ganz hübsch. Deswegen stanze ich mir das jetzt aus. Und aus der ewigen Eleganz nehme ich mehrere Sachen und zwar einmal dieses tolle Element hier, dieses Eckenelement. Das finde ich wunderschön. Und dann noch die zwei Herzen, die da dabei sind. Die passen jetzt natürlich vom Motto her perfekt. Und dann brauchen wir noch dieses Randstück, weil das müssen wir uns auf zweimal durchkurbeln. Das machen wir jetzt erstmal so, dass ich mir erstmal dieses Eckenelement da ausstanze. Das lege ich mir jetzt so auf den Bereich, wo mir einfach von der Farbe am besten gefällt, schön an den Rand. Genau, dann hier meinen, seht ihr den, das spiegelt ein bisschen, gell? Meinen, wie nennt man das, meinen Schlitz. Und dann kurbel ich mir das jetzt einmal durch. Dann habe ich hier einfach so einen tollen Schlitz da drin. Ich finde das irgendwie sehr schick. Aber wie gesagt, wenn ihr das nicht habt, keine Angst. Deswegen könnt ihr die Karte trotzdem basteln. Das macht nichts. Nehmt da einfach einen Locher. Und jetzt haben wir hier unser Blumenelement. Hoppala, ich wollte es eigentlich nicht verrutschen. So, und da gibt es eben, wobei ich kann es ja eh abnehmen, muss es ja eh abnehmen, da gibt es eben noch diese zweite Umrandung, dass man sich das auch komplett ausstanzen kann. Also machen wir mal schnell die Innenteile ein bisschen raus, so ganz grob. Ihr seht jetzt, wir haben hier das richtig schön, also wenn man das jetzt hinterlegt auf einer Karte oder so, das sieht auch ganz elegant aus. Muss man natürlich die kleinen Reststücke noch rausmachen, aber das, genau, das könnt ihr euch vorstellen. Und ich möchte jetzt aber das ganze Element haben und dafür brauche ich einfach nochmal eine Stanzung. Und stanze mir hier diese Umrandung nochmal aus. Und meine zwei Herzen, die möchte ich auch so in dem Design haben. Die lege ich mir jetzt da einfach noch mit drauf. Wenn ihr das auch manchmal habt, dass euch das dann nicht mehr so liegen bleibt, dann könnt ihr euch einfach auch ein Post-it nehmen und das drüber kleben. Das mache ich jetzt gleich. Hier noch ein Post-it. Klebe mir das über meine Stanzform drüber. Dann müsste das jetzt klappen. Und kurbel mir das noch einmal durch. Aufpassen, dass man keine Stanzteile irgendwo verliert. Das wäre sehr, sehr schade. Und dann sieht das Ganze jetzt so aus. Seht ihr das schön? Also ich finde, es macht sich total gut mit diesem abgestempelten Motiv, dass es einfach noch ein bisschen dunkler ist, wenn man das jetzt da aufklebt. Dann sticht es nur ganz leicht, aber einfach noch ein bisschen mehr raus. Diese Ecke ist dann noch betont und ich finde, das ist total schön. Wenn jetzt das nicht bestempelt wäre, würde es noch ein bisschen mehr rausstechen, seht ihr? Hier ist ja die Schrift, aber so sieht es richtig schön aus.
Ich finde das toll. Okay, jetzt haben wir schon sehr viel geschafft. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Band. Ich nehme jetzt einmal das wellenförmige Spitzenband und klebe mir das jetzt mal auf. Also erstmal brauchen wir einfach nur ein abgeschrägtes Stück. Das ist dann nachher für unsere Einschubkarte. Und dann lege ich mir das jetzt einfach hier so an. Möchte ich das hier so unten drinnen haben, dass das hier so leicht rausschaut. Dass eben nur die Spitze da rausschaut. Genau so. Und dann geht das hier rüber weiter. Dann kann ich mir das jetzt mal hier abschneiden. Und jetzt mache ich das so, ich nehme mir jetzt ein ganz dünnes Klebeband, ein doppelseitiges. Das ist jetzt so ein 3 mm Band, das kann ich euch mal in der Infobox verlinken. Und klebe mir das jetzt hier einfach mal an. Dass da dann nachher mein Band richtig schön drauf klebt. Möglichst weit am Rand hier. So. Ich muss jetzt mal gucken, dass ich im Bild bleibe, gell? Ich hau da immer ab ein bisschen. Und jetzt nehme ich nur diese Schutzfolie da ab. Und klebe mir dann mein Band da nochmal auf. Mir jetzt leider da oben die Spitze nicht schön abgeschnitten, das wäre schon wichtig. Schauen wir mal. Und da guckt ihr einfach, dass es ungefähr gleichmäßig unten rausschaut. Also das ist nicht ganz. Man kann sich das immer noch mal ein bisschen abziehen und noch mal draufkleben. Ich finde, da tut man sich immer leichter, wenn man das schon so ein bisschen umklappen kann, dann sieht man ungefähr, wie weit es rausschaut. Hier kann es noch ein bisschen weiter rein. So. Genau, und an dieser Ecke habe ich es mir einfach so übereinander gelegt und dann nochmal hier angeklebt. Gucken wir mal, wie es ausschaut. Genau. Die Ecke kleben wir uns gleich noch fest. Also das gebe ich schon zu, das ist ein bisschen ein Gefummel, aber ich finde, das schaut so gut aus mit dem Band, da muss man einfach dieses Gefummel in Kauf nehmen. So, so ist es schön, oder? Da habe ich es jetzt einfach so gemacht, dass ich mir da unten noch so ein paar Klebepunkte hingemacht habe, dass die das Band fixieren. So, dass das da wirklich schön dran bleibt, an der Ecke auch. Hier können wir es uns nochmal ein bisschen einkürzen. Und was ich jetzt auch gemacht habe, ich habe mir das hier unten, also nur an diesem Klebepunkt eigentlich festgemacht. Da klebt euch noch ein paar hin, weil nur der eine reicht dann nicht. Der hebt ja eigentlich das Klebeband fest. Ich mache jetzt mal zwei drüber. Und mit den beiden klebt jetzt diese Ecke hier vorne nur an diesem unteren Bereich. Ich fand es schön, wenn das hier noch so ein bisschen locker aufstehen kann. Nicht so ganz platt hingedrückt ist. Das macht noch ein bisschen Dimension. Ganz leicht und ganz zart. Genau, also die Karte ist jetzt schon mal relativ weit. Was ich jetzt auch gleich mache, ist, dass ich hier das Klebeband noch anbringe. Und zwar einmal hier unten, ganz unten auf der Karte. Die kleben wir uns nämlich jetzt gleich mal zu. Und dann mache ich mir das hier noch hin auf diese kleine kurze Schräge, dann weiß ich, wie weit hoch ich mit dem Klebeband gehen darf. So, muss ich immer abschneiden hier. Und diese Folie wieder runter machen. Jetzt. Und dann mache ich mir die einfach schön zu. Super, jetzt ist unsere Grundkarte schon fertig. Also ich finde das toll. Ich finde das mit diesem Spitzenband richtig cool. Und jetzt haben wir noch unser tolles. Oh, ja, wir haben jetzt ein sehr filigranes Stanzteil. Und irgendwie vergesse ich das jedes Mal, dass ich da vorher einfach diese Klebeblätter gibt es doch da, die kann man unten reinmachen, dann hat man nicht dieses Zinnober, dass einem dann jetzt das mit dem Kleben schwierig wird. Aber auch da gibt es noch einen Tipp. Da nehme ich mir jetzt einfach so ein Schwämmchen,
Da ist jetzt nur ein bisschen Farbe drauf, aber das ist jetzt egal. Ich nehme mir einfach so ein Schwämmchen, das habe ich mir so verkleinert, geviertelt. Bisschen Flüssigkleber auf so eine Matte, auf so eine Silikonmatte. Nehme mir das hier auf und tupfe mir das hier einfach drüber. Das heißt, ich kriege so auch überall ein bisschen Kleber hin und so ganz filigrane Teile kleben dann auch schön. Und flächig auch. Also ich möchte jetzt schon, dass das eigentlich flächig da dran klebt. Bisschen Kleber darf es noch sein. Und so tupfe ich mir das einfach drüber und habe dann auch die Möglichkeit, das noch ganz gut aufzubringen, ohne dass mir überall der Kleber raus barzelt am Eck. Und das klebe ich jetzt hier schön bündig auf die Karte auf. Das finde ich so schön. Genau. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es diese Matte noch gibt. Die finde ich eigentlich super, wenn man was klebt, weil da kann man den Kleber super wieder wegmachen. Mal schauen. Wenn es es noch gibt, dann verlinke ich es euch. Dann blende ich es ein. Okay, und so ist unsere Grundkarte jetzt schon mal fertig. Und wir können mal schauen, ob unser Einsteckteil klein genug ist. Es muss ja ein bisschen kleiner sein, aber das passt hier sehr, sehr gut. Dann sind wir schon ziemlich weit. Jetzt brauchen wir einfach noch ein bisschen Restdeko. Und da nehme ich mir jetzt einmal dieses Spitzenband eben nochmal, das habe ich mir vorher abgeschnitten, und dann noch ein bisschen von dem Zimtband. Auch so. Ich habe diese Bestellnummer hier. Und jetzt wird es ein bisschen fummelig. Ich habe mir da noch einen Leinfaden und fädel mir jetzt einfach mal diese Teile hier einmal durch. Einmal mein zimtbraunes Band, dann mein Spitzenband. Das soll außen rum kommen, also außen drauf auf das Braune. Jetzt habe ich mir die da beide so durchgefädelt. Seht ihr das gut? Und jetzt muss ich hier noch eine Schleife binden. Und da nehme ich jetzt einfach so ein Stück Leinenfaden und hoffe, dass das jetzt gut gelingt. Das ist immer so eine Sache, wenn die Kamera läuft. Als erstes mache ich mir mal da einen Knoten rein und dann kann man super eine Schleife binden. So, und jetzt wird hier die Schleife noch gebunden. Läuft halt wie am Schnürchen, oder? Wahrscheinlich, wenn ich sage, klappt es nicht, aber mal gucken. Schaut schon ganz gut aus. Jupp, Schleife passt, wird nur ein bisschen gekürzt. Seht ihr das gut? Jetzt habe ich hier oben noch ein bisschen Deko und meine Karte. So, dann haben wir natürlich unsere kleinen Herzen noch. Die baue ich mir hier vorne noch so ein bisschen drauf, also zwei Stück. Ein bisschen größeres, ein bisschen kleineres. Da mache ich einfach nur so Klebepunkte hin mit dem Flüssigkleber und klebe mir dann noch die Herzen so drauf. Das muss man nicht unbedingt machen, aber ich fand es irgendwie schön, dass man das nochmal aufgreift mit diesem gleichen Look von unten, und so hat man noch ein bisschen Schnickeldi drauf. Und dann haben wir hier natürlich noch unser tolles Etikett. Und da versuche ich mir das jetzt ungefähr genauso abzuschneiden wie auf der einen Seite. Also, dass da so vom Platz her ungefähr rechts und links gleich viel ist. Und ich kann nie gerade schneiden, ich weiß nicht warum. So. Und dann benutze ich jetzt noch die passende Stanze, die zu dem Stempelset passt. Also die zauberhaften Grüße. Da haben wir ja hier diese wunderschöne Stanze. Allerliebste Anhänger heißt die. Und da könnt ihr euch verschiedene Etiketten aussuchen. Und ich finde, da hat einfach dieses verschnörkelte Etikett einfach auch noch super gut dazu gepasst. Und da könnt ihr euch das einfach hier so in diese Führungsschienen reinbauen, und dann, ihr müsst nur darauf achten, dass es wirklich ganz hinten aufliegt. Also wenn ihr das hier so reinsteckt, dass es wirklich ganz hinten an dem Ende hier ansteht. Seht ihr das? Dann, dass es eben gerade drinnen ist und dass man das dann hier anstehen lässt, und dann hat man hier so ein tolles Etikett. So. Ist mir jetzt fast ein bisschen zu groß. Ich würde es noch mal ein bisschen kürzen. Achtung, nicht zu viel wegschneiden, weil wir ja da auch noch mal was wegstanzen. Ich kann euch das mal kurz ausmessen, dann wissen wir ungefähr, wie das Maß ist. Also 7,5 cm hat jetzt das Papier. Und das stanze ich mir jetzt noch mal schnell aus und gucke, ob es mir dann besser gefällt. Ja, ist schöner. Ja, so mit 7,5 finde ich, ist das ein tolles Maß.
Das, was ich auf meiner Musterkarte habe, ist noch ein bisschen größer. Also das ist auch kein Problem. Ihr könnt es auch ein bisschen größer machen, aber so finde ich es ganz gut. Dann nehme ich mir jetzt noch ein Dimensional, klebe mir das hier auf die Rückseite. Ich mache, glaube ich, zwei. Genau, zwei Stück. Und klebe mir das hier noch so auf. Und dann noch als letzten Hingucker habe ich mir einfach noch eine kleine Schleife gemacht, auch aus dem Leinenfaden. Nimm mir da so einen Glue-Dot, wickel mir den zusammen, also roll mir den zusammen, mache mir dann so einen Punkt aus dem und klebe mir das noch unter die Schleife rein. So klein wie möglich, weil das Band doch sehr dünn ist. Und dann wird es hier noch drauf gemacht und dann finde ich, ist das so eine tolle Karte. Für immer und ewig. Schön im Vintage-Style. Mit einer tollen Rausziehkarte mit schönen Glückwünschen. Man könnte da auch Geld reinmachen. Man könnte auch dieses Geheimfach hier unten noch irgendwie nutzen. Hier könnte man noch einen Schein rausschauen lassen oder so, ich weiß nicht. Aber das finde ich echt eine coole Kartenform, mal ganz was anderes. Und ja, ich glaube, ich brauche gar nicht so viel rausgehen. So ist doch eigentlich ganz gut. Also ich hoffe, euch gefällt die Karte genauso gut wie mir. Ich finde sie super schön. Ich finde die Farben ganz toll. Ich finde, das Zimt ist echt eine tolle Farbe. Ich habe mir immer so eine In-Color gewünscht, die so dieses typische Vintage-Braun hat. Dieses typische Papiertüten, dieses Brotzeittüten-Braun so in der Art. Aber ich finde, dieses Zimt ist sehr, sehr schön und es ist fast noch ein bisschen eleganter. Ja, also ich hoffe, euch gefällt die Karte. Ich finde sie super schön. Ich muss hier nochmal rausmachen und nochmal rein. Toll. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, drückt einfach die kleine Glocke, abonniert meinen Kanal und dann seid ihr bei jedem nächsten Video mit dabei oder werdet zumindest informiert, dass ihr mitschauen könnt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.